Was ist das? Was ist das denn bitte? Das ist ein Gegner, den wir noch nicht hatten. Was ist das denn bitte für ein Vieh? Holy shit! Okay. Das war aber richtig. Das war cool. Ich mag es nicht, dass sie wieder diese Blasen aus dem Waldgebiet sind. Und dass ich einfach mal instant runtergeschmissen wurde. Wir dürfen hier weitermachen. Das gilt als neues Gebiet und deswegen darf ich hier auch weitermachen. Wie nett. Links, links, rechts, links. Muss ich jetzt diesen Gegner doch nochmal besiegen? Ja. Ich muss diesen Gegner nochmal besiegen, ey. Den zweiköpfigen Hund. Wie heißt denn der? Gibt's da Chimera? Heißt sowas nicht Chimera oder so? Chimäre? Auf Deutsch denn? Wow, ey. Ja, jetzt macht er mir deutlich mehr Probleme als vorhin. Muss ich die Köpfe treffen? Ich kann ihn noch nicht mal da unten treffen, glaube ich. Wow. Ja, der eine Kopf verschwindet auch. Seht ihr das? Cool, habe ich gar nicht gesehen beim ersten Mal, dass dann noch ein Kopf von ihm verschwindet. Ja, ja, aber ich habe kein Lebensenergiewasser gerade leider mitgenommen. Wie komme ich nie wieder raus dann? Gute Frage, oder? Wie komme ich wieder raus, wenn ich hier nicht weitermachen will? Oder habe ich mir bereits verbaut? Ich komme hier jedenfalls so nicht mehr raus. Und ich werde garantiert nicht Retry drücken. Ja, das ist ja auch wieder... Okay. Also ich da habe nicht mal die Chance. Ich habe nicht mal die Chance, mir Lebensenergiewasser zu holen. Meine Güte, ey. Vorhin war er einfacher. Jetzt habe ich kein System mehr. Ja, er war in Angriffsmuster gelockt vorhin, deswegen war es so easy dann. Moment, hat er seinen Kopf zurückbekommen? Was? Hä? Ich würde gerne Lebensenergiewasser haben, aber ich darf ja nicht mehr raus hier. Mann, ey. Wieso habe ich den denn beim ersten Mal so ohne Probleme besiegt und warum hat er jetzt den Kopf schon wieder? Der hat seinen Kopf zurück. Der heilt sich. Der heilt sich während des Kampfes, wenn man zu lange braucht. Ey. Boah, jetzt gibt mir gerade dezent auf den Sack, ey. Aber wirklich, ey. Was war das gerade für ein Grafikfehler? Habt ihr gesehen, dass da oben irgendwie was blau war kurz? So eine Pfeile gerade einfach voll blau irgendwie. Ja, was mache ich denn jetzt? So, ich überlege, wie ich jetzt vorgehe. Ich habe doch seit dem letzten Mal nicht so viel. Wenn ich jetzt ein Save State starte, wo wäre ich dann? Das ist die Frage. Was müsste ich dann nochmal machen? Weil ich will hier nicht sein gerade, das regt mich gerade auf. Und Retry würde mich ganz woanders hinbringen. Meine Güte, ey, das ist doch unfassbar scheiße gerade. Yes. Ich muss den irgendwie an die Wand drängen, denn da ist er super leicht zu besiegen. Nein, 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 nein. Wow, Alter, ist das nervtötend.
Ey, das ist gerade echt ziemlich abfuckend, Alter. Oh, an die Wand, an die Wand, an die Wand, an die Wand. Nein, an die Wand. Wo ist er hin? Ja, genau, an die Wand, an die Wand, an die Wand. Nein! Oh Mann, ist das scheiße! Oh, jetzt will er nicht. Ah, yes. Klar, gerade dann, wenn ich genau in der Reichweite bin von der, vom Blitz, kommt er wieder an. Ey, Mann, ich hab keinen Bock darauf! Ich hatte keinen Bock drauf auf den Scheiß hier! Das, oh, das kann, komm, töte mich, du Spast, ey! Oh, das nervt! Dass der Gegner sich wieder heilen kann, macht's unfassbar nervig. Wie konnte ich den beim ersten Mal so leicht treffen die ganze Zeit? Ich hatte ihn in ein Bewegungsmuster gelockt, ey. Gut, Leute, ich werde jetzt gleich ein Safe State von vorher wahrscheinlich aktivieren. Kann ich mir gut vorstellen. Weil das hier ist echt... Ich habe keine Lust darauf. Ich will hier mit Lebensenergie Wasser oder sowas hin. Und habe ich überhaupt schon alles in Frühgier jetzt entdeckt oder sich da finden konnte? Das fühlt sich jedenfalls nicht so an. Mann, ey, was ist denn das für eine Scheiße, ey? Wow, das war mal relativ schnell. Und ich habe noch viel Energie übrig, jetzt darf ich halt nicht runtergeworfen werden. Das sagt sich so leicht, wenn die hyperaktiven Fledermäuse aktiv sind. Wieso kriege ich den jetzt so einfach hin? Oh nein! Wieso kriege ich den jetzt so leicht hin, den Gegner? Ja, die zweite Fledermaus schmeißt mich so oft runter, weil die genau so ist, dass man von der getroffen wird, sobald du da ankommst. Es war Glück, dass ich da nicht runtergeschmissen wurde, gerade bei dem Versuch. Ich brauche hier nicht mit Lebensenergie Wasser ankommen, weil ich ja nicht runtergeschmissen werde. Die Tode, die ich ab der Fledermaus-Seifenblasenstelle oder sowas da habe, die resultieren ja nicht daraus, dass ich zu wenig Energie habe. Die resultieren daraus, weil ich runtergeschmissen werde. Da ist es egal, ob ich mit Lebensenergie Wasser ankomme. Und der hat wieder seinen Kopf. Was ist denn das? Hallo, der hatte doch gerade sein... Ja, das brauche ich jetzt natürlich ganz dringend. Ich kann die auch nicht treffen von so einem Moment. Moment, kriege ich die denn gelotst? Kriege ich die gelotst? Ja, ich kriege sie gelotst, wenn man das so macht. Das ist ja schon mal super. Die kann man auch treffen, locker. Und jetzt bin ich drüben. Oh, oh mein Gott, es geht ja furchtbar weiter hier.
Was ist hier oben? Ich meine, ich habe technisch gesehen bekommen, was ich wollte, oder? Eigentlich darf ich mich nicht beschweren. Das ist ein Weg gewesen, um wieder woanders zu sein. Ich darf mich nicht beschweren. Ich wollte die ganze Zeit raus aus Tartarus und jetzt bin ich raus aus Tartarus. Schade nur, dass das jetzt passiert ist, nachdem ich endlich mal weitergekommen bin. Also, ich werde mich jetzt vermutlich erkundigen, ob es noch irgendwas gibt, was ich noch außerhalb von Tartarus erledigen kann. So viel muss ich tun. Genau, Leute. Es wird jetzt also so ablaufen. Ich schaue jetzt nach im Internet, kann ich noch irgendwas anderes machen, was nicht Tartarus relevant ist. Also dann. Ja, dann bekomme ich das eben nicht. Jetzt bloß nicht runtergeworfen werden hier. Das darf gern runterfallen. Hauptsache, es bin nicht ich. Wieso ich wieder ein Frühjahr bin, fragt ihr euch? Ganz einfach. Schaut mal ganz genau hin. Adleraugen haben wir schon entdeckt, sicherlich. Warum sollte man hier eine Riesenschlange an diese Tür setzen, wenn man die Tür auch betreten kann, ohne sie zu bekämpfen? Sie bewacht noch was ganz anderes. Es ist kein Wunder, dass ich dieses winzige Detail übersehen habe. Ich muss noch zu dieser einen Treppe, die da hinter ihr ist. Boah, ich bin echt tot. Ja, ich würde jetzt auch gerne mal hier weiterkommen. Yo, hau immer daneben. Konsequent. Jetzt sind wir bei den beiden Türen des Anfangsraums, wo ich mal die erste Schlange bekämpft habe. Hier ist gar nichts, das ist nur eine Verarsche. Nee, um die Tür geht es. Oh. Nochmal ein Aufstieg. Oh. Der kann gerne aus dem Stream. Nein, nicht runtergeworfen werden. Das ist hier gerade ziemlich kritisch, weil man so wenig Fläche zum Stehen hat. Gut. Ja, und wieder klebt's in der Säule. Da. Der letzte Tempel, und der heißt wohl Artemis, habe ich gelesen. Willkommen, Drenki, ich bin Artemis, die Göttin des Mondes. Hades hat einen magischen Hut, ja. Aber wenn du diesen Mondkristall hast, das letzte und vor allem wichtigste Item. Denn dieses Item brauche ich, um den Endboss überhaupt bezwingen zu können. Wir sind hier fertig.